Erstmal will ich euch ein schönes neues Jahr wünschen. Möchte ich das Jahr einleiten mit ein paar Wörtern und Sätzen aus dem Sein heraus. Wenn du still bist und nicht sprichst und dem Bewusstsein einfach Raum gibst, bewusst des eigenen Bewusstseins, dann gibst du auch automatisch der Liebe Raum. Und viele Dinge werden verwechselt. Denn zum Beispiel Kritik ist keine Form von reiner Liebe. Kommen wir einfach in die Stille genießen einfach das Sein. Mehr ist auch dazu gar nicht notwendig. Das Sein und die Stille ist schon ein volles Paket. Das Leben wird dir immer reflektieren, dass als ob was nicht stimmen würde, wenn du nicht in dieser natürlichen Schwingung bist oder ihr nicht genug Raum gibst. Gibt es viele Beispiele dafür, zum Beispiel, dass du mit jemandem in Kontakt sein willst, der zum Beispiel jetzt mit dir nicht in Kontakt sein will. Du versuchst es trotzdem, dann bist du nicht in dieser natürlichen Schwingung. Dem Bewusstsein als solchem kann nichts passieren. Das ist immer da. Voll und ganz. Nie weniger und nie mehr. Sei ehrlich deinem Herzen gegenüber. Bleib in deiner natürlichen Schwingung, in deinem Herzen. Was in deinem Herzen richtig ist, kann für jemanden nicht anders nicht falsch sein. Und da komme ich auch schon zu Muji, weil da hat mich jemand gefragt, ob ich ein Video dazu machen kann. Genieß diese Stille und lerne oder erkenne, dass die Stille immer da ist, egal was in deinem Kopf oder mit dem Körper passiert. Da ist immer eine Stille dahinter, die präsent ist. Jetzt tropft mir ein bisschen die Nase, weil ich war draußen. Die ganzen Bälle und Raketen wegräumen.
Stille kann nie was verkehrt sein. Das muss ganz tief einsinken, diese Erkenntnis. Und dann muss man sich diese Stille gönnen. Feiern sozusagen in Neudeutsch. Wir feiern die Stille und das Sein. Und jeder Versuch von außen, das klein zu machen, ignorieren wir einfach getrost. Sorry. Einfach total ignorieren, was jetzt außen ist, sondern nur für dich im Herzen in der Stille sein. Und es gibt wirklich keine bessere Art, um 2018 so einzuleiten, dass du dir einfach total diese Stille gönnst und sie feierst, auch wenn du allein bist. Manchmal ist es sogar besser, absichtlich alleine zu sein, damit man sich das reinziehen kann. Und die Erkenntnis gewinnen, dass diese Stille hinter allem ist, zu jeder Zeit, egal was passiert, in jedem Moment. Und dass alles miteinander auch verbunden ist. Ja, das wollte ich mal schon. Ypsilon, sorry. So, kann ich ein bisschen sehen, wie lang das geht. Der Zoom funktioniert nicht ganz, oder? Doch, 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 funktioniert. Heutzutage gibt es so ein bisschen diese Idee, dass wer gut verkauft, liegt richtig. Das ist natürlich kompletter Humbug. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die Wahrheit der Stille. Das Ego mag das natürlich nicht, weil das Ego löst sich darin auf. Das Ego hat in der Stille keinen Bestand. Denn das Ego ist schon abgespalten vom Ganzen. Während die Stille vollständig das Ganze ist. Deswegen empfehle ich eigentlich jeden Tag, mal so einfach nur so da zu sitzen. Einfach das Sein oder das Bewusstsein einfach wahrnehmen, ohne darüber nachzudenken. Ich versuche auch manchmal ein bisschen weniger YouTube zu machen. Aber dann kommt so ein Impuls, wie jetzt gerade, wo ich sage, das muss einfach rausgehauen werden, sozusagen. Ist auch ein toller Auftakt, wirklich. Also, dass man sagt, ich mache alles mehr, bisschen Spirituelles. Dann die Erkenntnis vertiefen, dass man das reine Bewusstsein, die reine Stille ist und nicht alles das andere, was man wahrnimmt. Ich hatte jetzt ein paar sehr besondere Tage über Weihnachten und Neujahr und das hat mir auch das Sein und die Stille geschenkt. Nichts davon war mein Tun. Also jedes Tun einfach fallen lassen, denn die schönsten Sachen kommen kostenlos, einfach so. Da muss man nichts tun, das fließt dann alles richtig. Und dadurch gewinnt man auch wieder Erkenntnisse und vertieft vieles. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gönnt euch die Stille, feiert sie.
dass sie auch da sein, wenn um euch herum vielleicht ein bisschen was los ist. Und wir sehen uns bald wieder.